war schon immer mein Kindheitstraum, Modedesigner zu werden. Und habe dann aber eigentlich während des Studiums ja gemerkt, dass mich das Thema Mode an sich eigentlich, also was ist Mode oder was passiert da eigentlich menschlich, das Thema ist, was mich eigentlich reizt. Ich bin jetzt seit kurzem erst in Essen, hier im Ruhrgebiet, und nach dem Abi direkt habe ich Modedesign und Textildesign studiert. Und im Anschluss an mein Bachelorstudium bin ich dann in die Niederlande gegangen und habe dort einen Master gemacht im Bereich Modetheorie und Trendforschung, also Fashion Strategy. Mein Schwerpunkt war Markenkommunikation und dann aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, was mit unserer Zeit zu tun hat und was gleichzeitig auch, wo es um Ethik geht, wo es um Themen, die wirklich auch richtig Tiefgang haben, auch so eine Art Idealismus dann mit reinbringen. Deswegen habe ich mich dann da so ein bisschen drauf gestürzt und habe mich da so richtig in den letzten Jahren dann auch da viel mit beschäftigt, weil ich es einfach persönlich ein Thema fand, was mich auch ganz stark bewegt hat und berührt hat. Jetzt auch gerade hier in Essen habe ich jetzt angefangen mit einer Veranstaltungsreihe, Mission Mode habe ich das genannt, wo es auch darum ging, dass ich so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit in verschiedene Events mich dem Thema genähert habe, aber ohne irgendwie so einen Zeigefinger-Moralapostel, sondern einfach immer von mir selbst ausgehend. Secondhand spielt für mich die Hauptrolle. Seitdem ich mich mit dem Thema bewusst befasse, verschiebt sich das auch immer mehr und ich merke, dass ich allein durch die eigenen Events, die ich jetzt mache, immer mehr einfach da ist so ein Fluss an Kleidung um mich rum die ganze Zeit. Mich fasziniert bei so Tauschgeschichten. Ich finde das interessant für Klamotten, aber eigentlich ganz allgemein auch im Leben. Eigentlich ist jeder für sich alleine, aber durch diesen Gegenstand, durch dieses Objekt sind eigentlich alle verbunden. Und das finde ich einen ganz schönen poetischen Gedanken. Und das hat mich schon immer fasziniert, auch bei Kleidung und auch bei Secondhand-Sachen, dass es eigentlich wenige Materialien gibt, die so persönlich sind wie Kleidung, weil das wirklich eine zweite Haut, die den Körper berührt. Das ist ja irgendwie was ganz Intimes und Persönliches. Wenn das Kleidungsstück eigentlich erzählen könnte, was es schon erlebt hat und mit wem es schon gemeinsam durchs Leben gegangen ist und wohin, und das fände ich so schön. Also ich finde die Geschichten einfach schön, die oft irgendwie wie in so einem Speichermedium dann drin gespeichert sind. Und ich finde es dann total schade, wenn man das in einen Altkleidercontainer oder irgendwo hin tut. Und dann werden die nämlich wie formatiert und dann sind die nicht mehr lesbar für den Nächsten. Deswegen habe ich bei der letzten Tauschparty überlegt, wie kann ich die Erinnerungen, die da drin stecken, die gespeichert sind, die Momente, wie kann man die irgendwie dem nächsten Träger weitergeben? Weil das ist eigentlich ein Mehrwert, finde ich. Das ist so eine Art Märchen, die da drin steckt. Deswegen habe ich dann Hangtags gemacht aus Karteikarten und jeden 3 bis 5 davon in die Hand gedrückt von den Teilnehmern von der Tauschparty und ihnen gesagt, dass sie einfach mal überlegen sollen, ob sie von den Klamotten, die sie heute loslassen wollen, ob es da welche gibt, wo sie irgendeine schöne Geschichte zu erzählen haben oder irgendwelche Momente oder Sachen, die sie dem nächsten Träger mitgeben wollen. Ich merke, dass sich jetzt auch mein eigenes Verständnis von Besitz irgendwie verändert. Also am liebsten hätte ich ganz wenig, aber nur Sachen, in denen ich mich total wohlfühle. Ich merke, dass ich mir jetzt viel leichter tue, auch Sachen loszulassen. Und gleichzeitig habe ich um mich herum auch jetzt viele Leute, die das so machen. Und dadurch habe ich immer ständig neue Klamotten, obwohl ich nie Neues einkaufe eigentlich. Also ich habe noch nie so wenig Geld für Klamotten ausgegeben wie jetzt. Das finde ich richtig schön. Kann gerne so weitergehen. Ich finde das auch total schön. Jetzt habe ich vorher ein paar Jahre da in der Modebranche gearbeitet und ich liebe aber auch die ganz normale Menschen einfach, wo man nicht da mit professionellen Models zu tun hat zum Beispiel, sondern mit ganz normalen Menschen. Und das finde ich viel, also ich weiß auch nicht, das ist, finde ich jetzt total schön, mit zum Beispiel deinen Workshops zu machen, mit Frauen ganz unterschiedlichen Alters, mit ganz unterschiedlichen Körpermaßen und sonst was, die sich nie schminken und denen dann beizubringen, wie sie sich zum Beispiel ja, im Stil der 20er dann schminken. Und dann plötzlich so zu merken, wie sie sich selber irgendwie plötzlich verwandeln oder
einfach neue Seiten an sich ausprobieren und das halt ganz spielerisch. Wie so ein Kind, was an der Verkleidungskiste von der Oma auf dem Dachboden rumwühlt und total verrückte Sachen da drin findet. Und ich finde, sowas Freies, Kindliches, das möchte ich irgendwie auch schaffen. Also so ein Raum, wo man nicht total bewertet wird, wo man nicht perfekt sein muss, sondern wo es eigentlich darum geht, Spaß zu haben mit der eigenen, mit dem, was man hat, also mit dem Körper, den man hat. Und zu entdecken, was man alles für schöne Sachen einfach machen kann mit Mode und Styling, um einfach mit sich auch ein positives Gefühl zu haben mit seinem Körper. Das finde ich irgendwie was ganz Wichtiges. Und das finde ich auch was gerade in der Modewelt eigentlich, ja, wo eigentlich genau der gegenteilige Trend überall dann da präsent ist. Für meine Abschlusskollektion, die habe ich eben auch Secondhand-Klamotten gemacht, also auch umgearbeitet und habe ganz viel mit traditioneller Herrenmode gearbeitet, also Hemden, Blazer, Jacken, Jacketts und habe die dann umgearbeitet in Frauenklamotten. Am liebsten lasse ich mich inspirieren von irgendwas, was da ist und versuche das aus seinem Kontext rauszulösen und dem eine andere Bedeutung zu geben. Und das erweitert dann auch so die Wahrnehmung für Dinge. Also ich mache jetzt zum Beispiel auch im Sommer einen Workshop zum Thema Upcycling und Mode. Und da ist für mich jetzt auch so der erste Schritt, dass man sich bewusst loslöst von irgendeiner Vorstellung von einem Kleidungsstück. Also dass man sagt, das ist ein Männerhemd. Weil eigentlich ist es ein Stück Stoff, da sind Knöpfe dran, da sind Teile, die sind weich, andere, die sind verstärkt. Und wenn man das schon mal anders in Worte fasst, dann merkt man, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, das auch irgendwo anders am Körper zu tragen, auf ganz viele Arten. Da habe ich eben auch gemerkt, dass es auch diese theoretischen Fragen sind, die mich interessieren. Dass das die Themen sind, die für mich dann der Mode auch Tiefgang geben. Weil dann ist es nicht mehr nur dekorativ, es geht nicht nur um ästhetische Normen, sondern dann geht es wirklich eigentlich um Menschen und um Werte, um Gesellschaft, die sich dann wieder spiegelt in allen möglichen Facetten. Für mich ist Mode eben nicht nur Kleidung, sondern es ist auch die Art, wie wir leben. Zum Beispiel mit diesem Repair-Café, dass ich merke, ich habe eigentlich selbst seit Jahren Lieblingsstücke und ich mir die ganze Zeit denke, oh, ich müsste das eigentlich reparieren oder einen Knopf annähen oder irgendwie probieren zu flicken. Aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Nachdem ich von diesen Repair-Cafés gehört habe, dass man doch eigentlich einfach mal sagen kann, wir kommen alle zusammen, jeder bringt sein Zeugs mit, was er seit ewigen Zeiten, was einen vorwurfsvoll aus dem Kleiderschrank anschaut. Und es gibt da ganz viele Kulturtechniken, wie zum Beispiel das Reparieren, das Stopfen. Die gehen einfach total verloren, dadurch, dass Kleidung zu einer Art Wegwerfgegenstand geworden ist. Und deswegen gibt es viele Leute, die keinen Bock haben, das zu reparieren. Andere, die haben einfach keine Motivation. Und ganz viele, die wissen auch nicht mehr richtig, wie es geht. Textil ist eigentlich ein Bereich, der schon immer eine soziale Komponente hatte. Das ist einfach was dann nicht vorkommt, wenn man shoppen geht. Das ist meistens sehr anonym und sehr unpersönlich und das ist intensiv und ein Rausch, aber es ist auch sehr flüchtig. Ich finde es einfach unheimlich spannend, warum gibt es überhaupt Mode? Was ist denn die Motivation für Menschen, dass sie da irgendwas anziehen und was passiert da mit einem selber? Und das finde ich einfach hochspannend, das Thema. Und deswegen habe ich das Gefühl, das ist auch so meine Mission, dass ich möchte es teilen, diese Begeisterung.